It's got to be no deal. And we're not all going to die and crumble. We are Great Britain, remember. Valerie Quigley gibt sich selbstbewusst. Großbritannien brauche die EU nicht. Ein Ausstieg ohne Abkommen ist der 70-jährigen Inhaberin eines Modegeschäfts lieber als weitere zähe Verhandlungen zwischen London und Brüssel. I think if we leave with a no deal, you just watch all the others. They'll all be doing exactly the same. They'll all be coming out of the, and there won't be an EU. In Chesterfield, 240 Kilometer nördlich von London, ist sie mit dieser Meinung nicht alleine. Die Botschaft vieler Briten hier: kein Nachverhandeln, keine Kompromisse. Paul Duff findet, das Parlament müsse das Ergebnis der Brexit-Volksabstimmung nun einfach umsetzen. When it was in 16 for our opinion, we gave it. We expect them to follow it and they're still faffing about. I think it's an absolute disgrace. Labour as well as Tories, they're as bad. Kommenden Dienstag stehen neue Abstimmungen im britischen Parlament an. Theresa May will die Abgeordneten mit Zugeständnissen der EU doch noch auf ihren Kurs bringen. In Chesterfield genießt die Premierministerin allerdings kein großes Vertrauen mehr. And she's made a right ash of it, to be honest. She's humiliated the British people. What she's done. She hasn't negotiated. She's capitulated with everything. We didn't vote for a deal. We voted to either stay in the European Union or leave the European Union. There wasn't a box to tick for a deal. I voted to leave. In Chesterfield scheint die Sache einfach. In London liegen die Dinge hingegen komplizierter. Es wird eine turbulente Woche im Parlament werden, denn eine grundlegend neue Strategie für den EU-Austritt hat May bislang nicht vorgelegt.